drauf. Aber machst du gar nichts, Leute, macht da gar nichts. Da Verträge suchen. Alter, warum sind denn die so teuer? Ah, hier. Ja, hier, das gefällt mir doch. Das war's jetzt aber. Oh, jetzt habe ich auf drei Verträge geboten. Okay, einen habe ich und bei einem wurde ich überboten. Okay. Dum-dum-dum-dum. 10. Okay, den kann ich eigentlich schon mal zuweisen. Naja, ich wurde aber bei dem anderen wurde ich nicht überboten, keine Sorge. Elia. So, ich weiß jetzt. Lol. Oha, YOLO. YOLO! Habe ich es nicht geschafft, da drauf zu drücken. Naja, aber es gibt günstigere noch irgendwo. Zum Beispiel der. Komm, jetzt gib doch einfach her. Entschuldigung. Ja, ich habe mich schon mal im Vorhinein entschuldigt. Das wollte ich sagen. So, ja. Gut. Da ist er doch. Das Spielervertrag. Na, komm, gib her. Verbrauchsobjekt anwenden. Dies, das. Schmelzer. So, Leute. Und dann wird hier mal wieder ein Online-Saison-Match gespielt. Mit meiner Mannschaft, die mir so super gut gefällt. Ja, hat zwar nicht so den besten Ping, aber. Komm, mach. Ja, dann nicht. Oh oh. Das kommt ja schon mal gut, dass ein Bayern-Fan hier ist. Den können wir schon mal schön abziehen. Also einfach eine wild zusammengewürfelte Mannschaft. Mit der gefährlichen Shaqiri in der Innenverteidigung. Also der Musa, der ist sehr schnell, den hatte ich auch mal. Und Higuain macht schöne Tore und in der Nach Innenverteidigung dem Sieg im ersten Santana. Spiel dieser Saison ist die Euphorie groß. Heißt Ein weiterer nicht Erfolg in dieser Partie einfach, aber verlangt nicht so erneut schwer ein wie letztes Spiel großartiger müsste Auftritt. eigentlich. Und die Leitung des Spiels übernimmt heute Sung Kwan Cho. Hünteler. Alter. Und jetzt haben Sie die Chance. Okay, das war schon mal super, Boateng, dass du da nicht rangekommen bist. Aber Martinez ist so ein Abwehrspieler. Junge, und das ist fürs zentral-defensive Mittelfeld, also der gefällt mir richtig gut. Ja, so kann man natürlich auch klären, anstatt einfach nach vorne zu passen. Nee. Sowas wäre zu gefährlich. Ja, renn doch mal hinterher. Ah, oh, dann klärt er natürlich zur Ecke. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer das war. Ja, mit dem Santana. Okay. Da kam der Santana nicht so richtig zum Ball. Oh. Ja, sowas ist natürlich auch cool verteidigt. Alter. Der hat mich gestört. Ah, jetzt komm hinterher. Der spielt auf Umschaltspiel auch. Mehr Druck nach vorne von der Heimmannschaft. Das ruft Ihnen der Trainer aufs Feld. Birgt aber die Gefahr von Kontern. Ich habe gar nichts eingestellt. Elia.
Ach Elia, das machst du aber schon mal besser. Da bist du schon mal schneller. Klasse gehalten und festgehalten. Der sollte eigentlich zum Elia gehen, aber... Oha, sowas ist mega gefährlich. Sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Schmelzer. Elia. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Okay, warte. Wir stellen jetzt auf Defensiv und auf... Nein, nicht auf Teampressing. Schmelzer. Subotic. Mandzukic. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Boah. Und nun Jefferson Fafan. Der kann alles am Ball. Ja. Oh Mann, das hätte ich vorher sehen können. Santana ist einfach da, wenn man ihn braucht. Schon wieder. Santana ist eigentlich auch ganz gut und vor allem ist er ziemlich schnell. Also sehr schnell für einen Innenverteidiger. Javi Martinez. Boah, der Martinez, Junge. Aber der Santana, wie der abgeht. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes. Boah, Alter, der hat echt richtig schnell. Boah, Junge, der Martinez. Er guckt sich um, ob oh, schade. Egal. Boah, ich verliere einfach so oft die Bälle. Higuain. Und dieser Gonzalo Higuain, das ist nicht nur ein exzellenter Knipser, das ist auch einer, der viel Laufarbeit verrichtet, der immer anspielbar ist. Ja, das und stimmt. Der dann seine Mitspieler einsetzt. Deswegen finde ich den auch so geil und hab den auch in meiner Serie A-Mannschaft. Okay, das war natürlich richtig schlecht gespielt. Vielleicht kann ich es einfach mal da vorne hinhauen. Shaqiri. Oha, der, ja, auf den muss ich als einzige. Okay, so Premium ist der auch nicht. Aber der kann schon. Ich muss mir erstmal ein bisschen konzentrieren hier, bis ich das erste Tor gemacht habe. Aber das läuft gerade nicht so. Das war doch mal ein Vorteil. Felipe Santana, wie schnell der ist! Spiel. Boah, da wäre fast ein Tor geworden. Aus der Flanke vom Rafinha, weil die abgefälscht wurde vom Santana. Das wäre auch geil gewesen. Dann lobe ich den Santana so. Aber das muss ja sein. Jetzt wäre die schön in die Mitte gekommen. Und da steht halt mein Mandzukic. Und hinten ist mein Subotic. Schöner Doppelpassverfahren. Alter, der Azu. Den kenne ich gar nicht. Junge, ist der schnell. Was war das denn? Egal, er kam an. Und es sah cool aus. Hünteler, Rafinha. Und hier der Abwehrspieler. Boah, da ist es. Erstmal zum Rafinha rennen. Was für ein super. Das ist ja das Tor des Monats. Das war wirklich hübsch. Ich unterschreibe das, habe ich seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen. So einen Kopfball. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Und Martinez wieder in der Abwehr und Hövedes. Rafinha. Nein! Okay, da habe ich Mist gebaut. Da wollte ich nämlich auf Nummer sicher gehen. Oha, da steht einer ganz... Da ist der Musa. Aber hier kein Ding. Ja, Manni scheint so zu sein. Ah, der stellt Abseitsfalle ein. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Oh, Hövedes, mach keine Scheiße. Das war Abseits. Nein, war kein Abseits, aber ich habe geklärt. Das war gut gespielt. Oh Mann, da kommt Pepe. Pepe hat er. Auch ein guter Verteidiger. Er sucht Gonzalo Higuaín. Naja, das ist meine Höhe. Das. Oh! Oh, sowas ist natürlich bitter! Oh! Junge, was war das denn? Ja, der Musa. Das ist ein echt guter Stürmer. Also, kein teurer, guter. Oh, der hat den Hand zwischen seinem Brustkorb. Ist nicht gesund. Musa ist ein schön billiger, aber trotzdem ziemlich cooler Stürmer. Vor allem, weil er richtig abgeht. Hatte ich mal hier teilweise in meiner, als ich meine Mannschaft aufgebaut habe, besaß ich den mal, habe ich gezogen mal,
Ja, der war ziemlich cool. Muss ich so sagen. Oh, Elia, du bist doch richtig schnell, ne? Boah, schade. Da dachte ich, könnte es mal richtig tricksen. Aber da hat er. Wer ist ein Samba? Boah, aber schön abgegrätscht vom Subotic. Der gefällt mir auch echt gut. Scheiße, nein. Achso, okay. Ich dachte Elva. Aber das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Shaqiri, der ist gut. Jetzt wird er wechseln, pass auf. Ich kenne solche Typen doch. Oh. Ne. Ich habe auch eine Mauer, mein Lieber. Da kannst du nicht einfach reinpassen. Finde ich kacke. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Ja? Resultat, wer hätte es anders erwartet? Der hat sogar mehr Schüsse aufs Tor. Boah. Ja, das ist ja ein bisschen peinlich irgendwie. In die zweite Halbzeit. Hünteler. Perfekte Vorlage für Verfan. Und oh! Warum denn den Flugkopf anstatt. Oh nein! Boah, Elia kann sich echt richtig gut durchsetzen. Also oh, das war eine Scheißecke. Und sie wäre trotzdem fast noch gefährlich geworden. Oh, und da wäre fast wieder so ein Tor aus der Drehung vom Mandzukic. Das müssen wir tatsächlich so betonen. Denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Auch hier ist er wieder zur Stelle. Oh mein Gott, Martinez, das war aber kacke. Alles fest. Hier zunächst mal den Punkt. Shaqiri. Boah, Junge, der. Da spielt der Mu. Oh. Das verstehe ich nicht. Wieso ich denn da so. Wieso mein. Da hat meine Apfel richtig kacke gebaut. Wunderbar gemacht und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Die Möglichkeit. Ach komm schon, du gewinnst doch sonst immer. Oh, und dann ein Schüsschen. Zweikampf um den Ballbesitz. Rafinha. Boah, das kann es doch nicht sein. Ich kann doch nicht gegen einen mit Bayern verlieren. Shaqiri. Kann ich mir doch echt nicht geben lassen. Der Abstoß war scheiße, Adler. Boateng macht auch. Ich dachte schon, Vorteil für mich. Das war so klar und ich wäre fast dazwischen gekommen. Dankeschön. Ja, was ist da los? Leider ist man so kein Abwehrspieler, ne? Schön Martinez. Und dann spielt Jefferson for fun. Aber Pepe ist einfach schneller. Aber Freischuss. Okay. Das ist gefährlich bei Mandzukic. Oh ja, aber Fafan hat ihn scheiße. Also ich habe ihn scheiße reingehauen. Ja, das ist natürlich nett. Du willst, dass ich nochmal zurückkomme. Ich weiß es. Mein Gott, schade, Elia. Mit Elia kann man sowas mal machen, weil der kann das. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz. Hä, was war denn? Ich bin gespannt, was der Schiedsrichter macht. Ach, der hat mich mal wieder weggegrätscht, als ich den Ball schon lange nicht mehr hatte. Und dann war wieder so ein scheiß Freischuss von Subotic. Freischüsse schießen kann er nicht, aber dafür Abwehrarbeit leisten. Mein Rafinha ist einfach schneller. Als Musa. Was ich irgendwie nicht glauben kann. Da kommt Hünteler nie im Leben mehr dran. Nee. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Ah, ich dachte, er macht wieder so einen Pass auf den Spieler. Kiel. Naja, mach das nochmal bitte. Jetzt haben Sie zu Ihrem. Ich glaube, sowas kann gefährlich werden. Das ist
ist natürlich auch eine schwache. Alter, der Shaqiri. Der geht mir echt ein bisschen auf den Sack. So, jetzt aber. Hündeler, spiel hier schnell. Boah, was war das denn? Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Ja, 50-50. Oh nein, nicht der Shaqiri wieder von links da, von rechts da reinzieht. Ja, das gibt es echt nicht. Und er bekommt Hilfe. Jetzt geht er doch mal drauf. Jo, wie ich den Ball einfach nicht wegkriege. So. Und jetzt, Verfahren, zeig doch mal, dass sie hier 89 Tempo hat. Geh da weg! Das gibt es nicht. Ja, so ist das im modernen Fußball. Da braucht man den mitspielenden Torwart. Das habe ich echt nicht gesehen, dass der den rausgeholt hat. Oh mein Gott, der hat auch einen Rafinha, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann ist mit dem Elia natürlich auch schwerer, als wenn da so ein... Okay, ein Richard war noch schneller. Ja, ich würde mal sagen, Momentum. Einfach mal behaupten, gegen den Nubi schlecht gespielt, Momentum. Ach komm schon. Egal, Subotic ist ein guter Abwehrspieler. Kein, zwar keine Freistöße, aber sonst. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. So, das war jetzt mal schön vom Subotic. Und der Pep ist einfach. Boah, der Santana ist auch ein Tier. Oh, das war cool. Ja, das war scheiße. Weil der Rafinha ist natürlich schneller als Mandzukic. Ja, anstatt mal richtig nachzusetzen. Hündler. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das muss es sein! Das ist es aber nicht, verdammt. Jetzt nervt mich meine Chancenverwertung, aber ein kleines bisschen. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird nochmal so richtig spannend. Boah, da kommt der Santana da noch dran. Ich wollte gerade die Flanke spielen. Der Santana, der ist echt ein ziemlich cooler Innenverteidiger, weil der so schnell ist. Und die Situation ist bereinigt. Ja, komm, jetzt spiel doch nochmal deinen Einwurf nach vorne. Du wirst jetzt kein Tor mehr machen. Gib mir den verkackten Ball. Boah, das ist ja so Premium. Können Sie die Flanke verwerten? Schieß! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht. So eine Riesenchance. Nicht zu verwerten. Na egal. Ich würde sagen, wir spielen eine Partie Serie A. Oder? Nein, wir geben unser Bundes... Wir wollen einen schönen Abschluss mit einer Bundesliga-Mannschaft. Alles klar. Habe ich kapiert?